So, guck darüber. Schon fertig? Ja. Ja, muss ich jetzt nur ein bisschen stylen. Hallo. Freunde, Jungs, es sieht gut aus. Ich hatte hier noch von den Kindern dieses Haarspray mit Farbe gehabt und dachte, komm, tu mal rein. Und grün passt ja auch zum Peter. Gartenlandschaftbau, er zwitschert einen von den Vögelchen ein vor und ja, passen die grünen Hafer, die grünen Haare eben, ne? Speed. Geh, tschö. Mal schauen, wie Peters neuer Look bei Dieter und Jeremy Pascal ankommt. Wie siehst du denn aus, Junge? Erstmal dick schlecksen. Hast du jetzt die Haarfarben passend zu deinem Arbeitsanzug oder was? Warum? Ja, weil das Grün ist da oben. Wie grün? Grün, du Nase hier. Du hast grüne Haare, guck doch mal im Spiegel. Tatsache. Die meint, das wäre Haarspray. Ja, das seit wann gibt's grüne Haarspray? Ey. Mama wollen ihn. Ey, weißt du, wie die jetzt aussieht? Peter. Die sieht aus wie so ein Punker. Oha, Silvia. Jetzt musst du dich warm anziehen. Ja, was hast du mit meinen Haaren gemacht? Ich dachte, das ist Haarspray. Seit wann gibt's grüne Haarspray? Dann ist doch Haarspray. Bin ich denn blind oder was? Den Peter, da habe ich mir schon so einen Scherz hin. Hab mich aber dann auch dumm gestellt bei ihm. Jetzt hast gelitten, Peter. Steht dir aber gut. Du fühlst dich doch immer wie ein Vögelchen. Ich will doch nicht rumrennen wie so ein Papagei. Ja, aber dann fällt dem Baum wenigstens nicht mehr auf. Aber da fehlt noch ein bisschen Rot und Blau. Sollen wir die dann noch ein bisschen hochrennen? Ich war doch gerade nicht. Die Streifen. Nee, komm, lass mich in Ruhe. Komm, komm. Das ist voll die Pampe. Ich glaub das nicht. Also, jetzt hier die grüne Farbe gefällt mir gar nicht, weil ich will ja nicht rumrennen wie ein Papagei. Also, Karneval. Das wäre ja eine Sache, aber jetzt so. Und vor allen Dingen, jetzt habe ich die Finger voll. Jetzt kann ich bei der Eckbank mehr oder weniger nicht weitermachen, weil sonst bleibt das ganze Vollzeug drin. Also muss ich jetzt raus.